Und los geht's mit dem letzten Spiel der Zwischenrunde zwischen dem FC Kastrop-Rauxel und Wacker Kastrop. Der FC in Schwarz, Wacker in Blau. Nochmal zur Ausgangslage. Dem SV Wacker Kastrop würde ein Unentschieden reichen, um als Gruppenerster durchzugehen. Wiederum, der FC muss gewinnen, um Gruppenerster zu werden. Interessant ist das dann für die Halbfinalkonstellation. Denn im ersten Halbfinale wartet die Spielvereinigung Schwerin als Gruppenerster der Gruppe E. Und der trifft dann auf den Gruppenzweiten der Gruppe F. Und das wäre Stand jetzt der FC Kastrop-Rauxel. Wiederum im anderen Halbfinale steht dann Eintracht Ickern und trifft auf den Gruppenersten der Gruppe F. Und das wäre dann, Stand jetzt zumindest, der SV Wacker oder Kastrop. Heißt also, die einen treffen auf den Bezirksligisten, die anderen auf den B-Ligisten. Und gerade war schon Ono Kotschakaya, Spieler der zweiten Mannschaft, aber auch Geschäftsführer des SV Wacker oder Kastrop bei uns. Und er persönlich zumindest würde sich wünschen, auf Eintracht Ickern erst im Finale zu treffen. Allerdings müsste dann dafür der SV Wacker hier gegen den FC verlieren. Und ich glaube, das werden sie nicht freiwillig zumindest nicht tun. Davon ist auszugehen. Wie wir aussehen, Wacker gibt Gas. 1:0 für Wacker Führung durch Robin Franke. Nummer 21, Robin Franke. Aber wir merken schon, Christian, hier ist ordentlich Tempo drin, obwohl es ja quasi eigentlich nur noch darum geht, wer Erster oder Zweiter wird. Aber trotzdem hat man immer noch das Gefühl, dass beide Mannschaften nochmal einen Zahn zulegen könnten, wenn es drauf ankommt. Also sollte es diese Paarung nochmal geben im Laufe des Turniers, dann wird es wirklich hochinteressant, glaube ich. Und ansonsten schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht in dieser Partie noch. Genau. Wie gesagt, schon mal der Hinweis, während jetzt hier das letzte Zwischenrundenspiel läuft, dann ist laut Spielplan erstmal eine Pause angesetzt, bis 15.30 Uhr. Und dann geht es weiter mit dem ersten Halbfinale. Während Rimon Haji übrigens hier versucht, unseren Schutz vor unserem Tisch zu zerstören. Aber hat sich direkt entschuldigt. Er hat einmal gegengetreten, aber ist nichts passiert. Alles gut. Ist der FC im Angriff? Aber ohne Chark hier. Marco Führig. Bislang ist es ein Abwarten, vor allem von Seiten vom FC Kastrop-Rauxel. Versuchen das Spiel irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Auch ganz schwer gegen vier gestandene Landesligaspieler da hinten irgendwie was auszurichten. Die machen das nämlich auch genauso clever, geben kaum Räume. Jetzt geht's
hat Wacker mal ein bisschen Platz mit Serchan. Muss aber auch wieder abdrehen. Jetzt könnte es mal schnell gehen über Marco Führig. Über die Außenbahn, aber dribbelt sich dabei direkt wieder fest. Kein Durchkommen gegen die Wackeraner bislang. Jetzt mal Konter der Wackeraner, Serchan. Aber es bleibt dabei. Die schnellen, ganz schnellen Aktionen bleiben bislang noch aus. Da beide Teams immer schnell mit nach hinten gehen. Noch kein Durchkommen. Oh, jetzt könnte aber ein. Es wäre fast ein Wechsel dem SV Wacker zum Verhängnis geworden. Schade aus Sicht des FC, dass Chris Kapschak da den Ball nicht mehr ganz genau spielen konnte in die Mitte. Ohne Chucky stand da. Ja. Das wäre bitter gewesen für den SV Wacker, weil ich glaube, Elvis Schaller war es, der zu dem Zeitpunkt das Spielfeld verlassen wollte und andere Spieler kamen drauf, ja, das ist und schaffte dadurch dann die Lücke. Das ist so für den FC. Im Laufe des Turniers ist das schon das ein oder andere Mal angesprochen worden. Das mit den Wechseln ist schwierig. Da kann man sich sehr gut selbst unter Druck setzen. Eben unter Druck setzen und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht falsch wechselt, so wie wir gerade auch erlebt hatten bei Eintracht Ickern. Wir haben ja erstmal die Chance abwarten durch Emil Alic. Wie gerade erlebt bei Eintracht Ickern, die plötzlich 5 Spieler auf dem Feld hatten. Was dann natürlich schnell bemerkt wurde. Und den Ball dann einfach abgeben musste an den Gegner. Nach dem Spiel ist erstmal eine Pause. Die Halbfinals werden um 15.30 Uhr fortgesetzt. Beide Teams am Abtasten. Wacker versucht es mal mit Marc Schlüter. Abtasten und beim SV Wacker gibt es auf der Bank auch Diskussionen, wie man denn da durchbrechen kann durch die Verteidigung des FC. Wir finden bislang kein Mittel, mit Ausnahme natürlich des Tores. Aber auf der Gegenseite genauso kommt der FC auch noch nicht so durch. Und wie gesagt, auch nochmal mit dem Blick auf die Tabelle. Dem SV Wacker würde auch unentschieden reichen, um Erster zu werden und dann im Halbfinale auf Eintracht Ickern zu treffen. Der FC würde dann gegen die Spielvereinigung Schwerin spielen. Der FC muss gewinnen, um im Halbfinale dann gegen Eintracht spielen zu können. Sechs Minuten sind noch zu spielen.
Jetzt vielleicht mal der FC mit dem Konter. Fibonacci. Verfehlt allerdings das Tor. Es wird mal so eine Chance gewesen durch schnellen Konter. Mal ein Tempo im Spiel, wacker ungeordnet. Der hätte durchaus sitzen können, da war Emeling, glaube ich, nicht ganz schnell genug. Also bislang muss man sagen, nach knapp 11 Minuten, die gespielt sind, es ist jetzt nicht das Spiel mit dem höchsten Tempo, wo es hin und her geht, sondern es ist wirklich ein Abtasten, ein taktisches Abtasten. Ja. Könnte mir schon vorstellen, dass beide Mannschaften noch nicht alle Karten auf den Tisch legen wollen. Das kann natürlich gut sein. Sich vielleicht ein bisschen zurückhalten für die kräftezehrenden Aufgaben, die noch folgen, weil dadurch, dass beide Teams definitiv fürs Halbfinale qualifiziert sind, haben sie auch definitiv noch zwei Spiele vor sich. Das schlimmste Szenario wäre, dass sich noch irgendwie jemand verletzen könnte oder so. Eben. Das wollen wahrscheinlich beide vermeiden. Und wie wir auch schon vor einigen gehört haben, ist es fast egal, auf wen man im Halbfinale trifft. Ja. Schließlich schätzen auch viele Eintracht Ickern als sehr, sehr stark ein. Sodass es nicht unbedingt ein Vorteil ist, wenn man dann gegen einen B-Ligisten im Halbfinale spielt, anstelle eines Bezirksligisten. Gerade weil der B-Ligist, wie oft schon erwähnt, lautstark unterstützt wird von der Tribüne und wahrscheinlich gleich im Halbfinale noch deutlicher. Dreieinhalb Minuten sind es hier noch. Wie gesagt, nach dem Spiel Pause bis 15.30 Uhr. Während es hier zum 1:1 kommt. Es gibt aber ziemlich Ärger, denn Wacker reklamiert, dass eben nicht der andere Mann angeschossen worden ist, also ein FC-Spieler, weshalb es eigentlich Abstoß hätte geben müssen. Schiedsrichter hat aber auf Ecke entschieden. Ja. Und aus der ist dann letztendlich das Tor entstanden. Das Tor durch Alan Alic. Das übrigens lautstark auch bejubelt wurde auf der Tribüne. Hat wohl seinen eigenen Fanclub dabei. Weil vor allem, wenn Alan Alic am Ball gerade war, wurde es lauter auf der Tribüne. Ja. Der Alan Alic Fanclub. Jetzt gibt es hier in der Mitte einen Foul, abseits des Spielgeschehens. Onuchaki bekommt die gelbe Karte. Stefan Kiktowski hat er zu Fall gebracht. Zwei Minuten noch. Das Spiel wird ein bisschen offener jetzt zum Ende. Und bei einem Unentschieden, was wäre dann der Fall, Marcel? Beim Unentschieden bleibt es immer noch dabei, dass der SV Wacker Gruppenerster wäre. Und somit dann auf Eintracht Ickern treffen würde. Aber jetzt fehlt dem FC ja nur noch ein Tor. Ein Freistoß für den SV Wacker in der Hälfte des FC. Der SV Wacker spielt ja erstmal ruhig runter. Ist ja auch nicht unter Zugzwang. Die Anweisungen sind, kommen auch von draußen, von Oberkastrupper Seite, das Runterspielen. Es läuft die letzte Spielminute. Wacker möchte das jetzt hier über die Zeit bringen, ohne noch einen Fehler zu machen.
Jetzt aber nochmal der FC mit Michael Jack. Wird jetzt immer mehr zum kleinen Privatduell. Kitoski ja. Gegen Jack hier. Das ist der FC nochmal. Schaffen sie es nochmal für eine Torchance. Spielen sie erstmal ruhig auf. 25 Sekunden noch. Nochmal 15 Sekunden. Zeit läuft ab und das war's. 1:1 zwischen dem FC Kastrop-Rauxel und dem SV Wacker Kastrop. Wir melden uns aus dem Studio.